Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Ja, ich habe das Muster aus dem letzten Teil mal entfernt, weil es sah zwar lustig aus, aber das ist auch das, was mich so ein bisschen daran stört, dass sich das nach einer Zeit nicht wieder selbst in die Standardfarbe ändert, wie ich schon mal erwähnt habe. Guck mal, da oben hängt wieder ein Sniper und macht meinen Leuten hier das Leben schwer. So, mal gucken, ob hier irgendwo noch einer hockt. Sieht nicht so aus. Dann nehmen wir doch mal wieder unsere M4. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Aua. Ach, da. Guck mal, da hocken sie. Ey, Leute. Alter. Ich versuche euch hier zu helfen, ja? Können wir aufhören, mich umzurennen? Was ist der Sack? Dahinter. Ich glaube, es hackt. Also, jetzt werden wir aber hier. Was ballert denn da noch? Ich gehe mal da in die Gasse rein, wo die herkam. Schade, hier sind zugemauerte Schränke, die man nicht aufmachen kann. Alter! Wo kommst du her? Ich glaube, ich habe das Nest gefunden. Ganz feige in den Rücken geballert. Aber das ist mir egal. Wir sind hier nur auf der Durchreise. Jetzt ballern sie alle einfach um. Jetzt haben sie mich allerdings wieder gesehen. Ach, da. Ich glaube, die spawnen hier in der Ecke. Ach, guck mal, der kam hier aus der Ecke. Da ist eine Wand. Ich will nicht sagen, dass der rüber geklettert kam. Geht mir da aus dem Weg, ey. Holt ihn hier von mir. Alter! Komm her, du Sack. Wegen Backup. Komm, stellen wir uns mal tot. Und tarnen uns dabei noch. Guck mal, 95 Tarnindex. Ich bin jetzt quasi unsichtbar. Kann man übrigens auch machen. Rollen. Also obwohl er so alt ist, wurde sein Move-Repertoire dann doch ein bisschen erweitert. Alter, hier geht's gerade ab. Ich meine, hier explodiert so viel, man sieht auch keine Leute. Das sind unsere. Da sind die Bösen. Die Bösen. Ich habe jetzt direkt an beiden Seiten an seinem Ohr vorbeigeschossen. Das muss man auch erstmal schaffen. Okay. Alter. Den hole ich von hier. Komm schon, komm schon, komm schon. Bam. Bam. So. Auf Wiedersehen. Schnell wieder wechseln. Oh, das war Scharfschützengewehr. Sorry. Ich stürze jetzt auch ab. Ey, in diesem Spiel ist alles so theatralisch. Selbst das Abstürzen von einem Hubschrauber. Aua. Alter, gib mir hier auf den Sack. Ich muss nachladen. Oh, guck mal, der humpelt über das Schlachtfeld. Ich glaube, hier löse ich ihn mal von seinem Leid.
Wenn die sich nicht so... Ich hasse Gegner, die nicht einfach mal stehen bleiben wollen. Und da kommen auch immer neue. Das ist ein gottverdammtes Nest hier. Wo kommt der jetzt her? Der wurde doch da gerade gespawnt. Ohne Witz. Wie hinter mir jetzt? Hallo, da hinten ist zu. Da könnt ihr nicht herkommen. Oh fuck, mir geht's gar nicht gut. So. Was willst du jetzt machen, ne? Oh, ich brenne gerade. Das passiert, wenn man ins Feuer läuft. Alter. Du Arschgesicht. Komm her. Zack. So, und jetzt? Hä? Schieß jetzt immer noch auf mich, oder was? So, warte, ich gehe jetzt einfach weiter. Ich werde aber kurz... Okay, wir sind fast da. Dann werde ich gleich mal mein Camo-Dingens wieder auf normal stellen. Weil, wie gesagt, ich hab da diesen Tick. Dass ich, wenn da Zwischensequenzen kommen, mich aussehen will wie ein Clown. Ja. Genau. Ihr fragt euch, was jetzt wohl gerade passiert ist, warum er jetzt gerade gekotzt hat. Es ist halt so, wenn man hier besonders viele Leute umbringt, so wie ich das gerade die ganze Zeit mache, dann, ja, hört man manchmal so ein paar Schwenker aus der Vergangenheit, wie jetzt gerade Liquid. Der hat das, glaube ich, in Teil 1 gesagt. Und Snake wird dann schlecht, weil er ja nicht so ein Mensch ist, der eigentlich nur tötet. Und das gibt meiner Spielweise natürlich zu denken. Deswegen ich die vielleicht etwas ändern sollte. So. Normale Farbe, wir gehen jetzt einfach weiter. Wir müssen sowieso ein Stück zurück. Und dann laufen wir hier rein. Oder ach, hier rein. Okay. Hallo. Okay. Es kam noch keine Zwischensequenz. Aber immerhin haben wir jetzt mal ein bisschen Ruhe hier. Weil da draußen war ja gerade die Hölle los. Oh, guck mal da. Bomben. Oh, ein Playboy. Das ist ja sehr schön. Ist das so, dass auf Schlachtfeldern meistens Playboys rumliegen? Sollte man einfach mehr Playboys verteilen auf den Schlachtfeldern. Vielleicht würden die sich da nicht so bekämpfen. Okay, da haben wir noch einen AK verkauft. Ich glaube, hier oben sind wir gar nicht so schlecht. Beziehungsweise gar nicht so falsch. Doch, sind wir. Gut, ich habe nichts gesagt. Ich glaube, wir müssen die andere Seite oben. Also ich weiß, habt auf jeden Fall im Kopf, dass oben nicht so schlecht war. Okay, dann gucke ich mich mal um. Ja, es ist wirklich schon mehrere Jahre her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Und deswegen kann ich mich nicht mehr wirklich an alles erinnern und jeden Weg. Und muss selber noch teilweise ein bisschen suchen. Ich hoffe, dass das nicht so ein Problem für euch ist. So, dann gehen wir einfach mal hier die Treppe hoch. Das müsste, glaube ich, richtig sein. Ja, das sieht doch schon besser aus. Ah, man kann sogar noch höher, da ist immer eine Bombe auf dem Weg. Uah. Okay, hier auch, die habe ich nicht gesehen. Verdammt. Die wirft einen ganz schön weit zurück. Ja, da ist die Claymore. Ich glaube, man kann nicht mehr über sie drüber klettern, um sie krabbeln, um sie einzusammeln. Wie damals noch. In alten Teilen. Ich meine, das hätte ich mal probiert und wäre damit gescheitert. Es kann aber auch sein, dass ich das gerade verwechsel mit Metal Gear Solid 5. Aber ich kann es euch wirklich nicht mehr sagen. Wollte jetzt gerade auch nicht ausprobieren. Okay, da hinten ist alles zu. Ja, da hinten ist eine Bombe. Bada bam. Da
geht es anscheinend in eine Art Küche. Da ist auch noch eine Bombe. Die mache ich mal alle kaputt. Na, guck mal, hier war so ein Diner oder ein Lokal oder irgendwas. So, und hier geht es tatsächlich noch höher. Gut, dann gehen wir einfach noch höher, ne? Wenn es nun mal nicht anders funktioniert. Das könnte auch sogar richtig sein hier. Na toll. Das war Betäubungsgas. Gut, irgendjemand hat das hier wohl so sehr vermint, weil er keinen Bock hat, dass die Leute reinkommen. Okay, wir sind wieder wach. Aber unsere Dinge ist komplett im Arsch. Ich glaube, ich werde mal eine Nudel essen. Haben wir ja, glaube ich, aufgesammelt. Ein paar Zigaretten, Nudeln, 4 Stück. So. Essen wir uns mal schön ein bisschen Nudeln. Zack. Dann sind wir auch voll und haben wenigstens ein bisschen was an Stamina wieder. So. Ja. Okay, ich glaube, ich bin jetzt hier fast am Ziel. Ich glaube, wir müssen durch die Tür oder so. Und dann kommt auch, wenn ich mich richtig erinnere, eine Zwischensequenz. Da diese Zwischensequenzen aber natürlich, wie es in Metal Gear Solid üblich ist, sehr ausufernd sind, würden die jetzt nicht mehr in diesen Part passen. Deswegen mache ich jetzt hier erstmal einen Cut, auch wenn der Part ein bisschen kürzer ist. Und würde sagen, im nächsten Teil gehen wir dann durch die Tür und gucken, was uns dahinter so erwartet. Also es bleibt spannend und bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.